So, hallo, wir machen weiter. Mit kratziger Stimme und Metroid Dread. Letztes Mal sind wir zurück nach Borinia gekehrt, nachdem wir den fucking Space Jump bekommen haben. Das ist einfach das Beste, eines der besten Upgrades, weil wir jetzt fast überall hin können, nur halt unter Wasser noch nicht. Da fehlt uns noch der Gravity Suit dafür. Wenn wir den noch haben, und ich schätze, den bekommen wir jetzt im Laufe dieses Parts, dann haben wir wirklich volle Bewegungsfreiheit. Also ich glaube nicht, dass der jetzt noch weit weg ist. Muss ich tatsächlich gestehen. Ich glaube nicht, dass der noch weit weg ist. Aber wir werden sehen. Es hat schon hier alles... shit. Das hat schon hier alles sowas, was halt sagt, hey, du brauchst bald den Gravity Suit. Hol ihn dir. Du kriegst ihn aber auch hier. Ja, geil, mach den nächsten Gegner, danke. Erstmal speichern gehen. Easy. Zack. Es hat jetzt eigentlich nicht wirklich was gebracht, ne, dass wir da rum sind. Einfach nur zum Speicherpunkt hat es geführt. Ah, doch, es hat was gebracht. Ja. Oh, shit. Oh, nice. Erstmal hier lang. Aha. Nein. Easy. Das ist ein neuer Missile, Energy Tank. Geil. Einfach einen Energy Tank mitgenommen. Sehr, sehr schön. Richtig und wichtig. Hallo? So. Ah, okay. Ich dachte, wir fahren gleich irgendwo runter, aber nein. Oha, was bist du denn? Okay, nichts Gefährliches. Gar nichts Gefährliches. Gibt aber 3 Millionen X. Gut, ich sehe schon gleich einen Unterwasserkampf nochmal auf uns zukommen. Gar keinen Bock. Ach, das ist jetzt da oben aufgegangen. Ach so, ja gut. Dann halt so rum. Dann halt so rum, gar kein Problem. Okay, Bosskampf. Immer wenn so eine Sequenz kommt, so eine Zwischenphase, dann kommt irgendein Gegner. Das habe ich mittlerweile schon gelernt. Irgendwas kommt hier. Oh shit. Oder Chozo-Soldaten. Aber das hat jetzt einen Grund, dass das gewartet hat, bis es gewechselt hat. Irgendwas kommt hier. Oder es musste einfach laden. Das kann natürlich auch sein. Wäre aber ungewöhnlich.
Nee, es kommt tatsächlich nichts. Okay. Na gut. Dann weiß ich nicht, warum es so eine Phase gebraucht hat, um zurückzuwechseln. Aber ist in Ordnung. Haben wir hier irgendwas verpasst bisher? Nein. Da wäre was gewesen. Aber das kann hier auch in dem ganzen Gebiet... Ah, das ist das Ding bestimmt. Ja, nevermind. Kommen wir noch nicht ran. So, und wir sind jetzt... Guckt mal, wie schnell wir hier durch dieses ganze große Ding schon durch sind. Das ist krass. Da ist der Bosskampf wahrscheinlich. Oder gibt es eigentlich zwei Bosskämpfe pro Welt? Weil dann ist vielleicht hier gar kein Bosskampf mehr. Falsches Ding. Oh, oder der Bosskampf kommt hier. Shit, da komme ich wieder nicht rüber. Muss ich von oben raus, ne? Ja. Klaro. Logisch, logisch, logisch. Nee, immer noch nix. Nee, immer noch nix, okay. Oh! Jetzt passieren Dinge. Ah ja. Shit. Lol. Jetzt haben wir wieder so eine Zwischendings. Oh mein Gott! Einfach ein Item! Ich habe doch keinen Kampf gehabt. Das habe ich jetzt ja... Ist das jetzt einfach der Gravity Suit? Es ist einfach der Gravity Suit. Das ist ja nicht normal. Man kriegt den einfach so, ohne Kampf, ohne irgendwas... Hierher zu kommen war jetzt ja keine Leistung. Es ist einfach der Gravity Suit. Nice. Jetzt können wir uns wirklich voll bewegen. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn bitte? Gleichzeitig geht er gegen Kälte und Lava. Das macht's auch noch. Ich dachte, da gibt's noch mal mehr dann. Aber das macht jetzt alles. Jetzt ist wirklich... Jetzt gibt's wirklich gar keine Grenzen mehr. Grenzen waren gestern. Oh mein Gott. Aber irgendwas hier kommt garantiert, ist ein Bosskampf oder so. Irgendwas muss hier noch kommen. Das fühle ich doch. Wie komme ich da rein? Ach so, von der anderen... Ja, ach so. Ach, das ist jetzt zugefallen. Ah, ich verstehe. Ich komme da nicht mehr hin. So rum. Okay, ich verstehe, wie das aufgebaut... Ja, okay, I see. Mhm. Okay, ich verstehe den Aufbau. Gecheckt. Aber jo, wir haben einfach... Oh mein Gott, ey, es ist... jetzt ist vorbei. Freunde, jetzt ist... Oh mein Gott, das sind einfach richtig viele Missiles. Ah, Screw Attack, scheiße.
Jetzt ist einfach... Okay. Beglückwünsche mich, Adam. Ich habe das wichtigste Upgrade. Space Jump plus Gravity Suit. Daten werden hochgeladen. Jetzt gibt's keine Grenzen mehr. Auf dem gesamten Planeten verteilt. Wir können davon ausgehen, dass sämtliche lebenden Organismen nur noch Repliken sind. Ja, habe ich mitbekommen. Läuft super. Dir ist vielleicht auch ein weiteres Problem aufgefallen. Die Temperatur auf Zedia hat begonnen zu sinken. Nee, eigentlich nicht. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die X dafür verantwortlich sind, aber das Sinken der Temperatur ist ein Fakt. Der Gravity Suit sollte dich vor den niedrigen Temperaturen beschützen. Es kann aber jederzeit etwas Unerwartetes passieren, also sei vorsichtig. Alles klar, Adam. Kein Hey, Samus, hast du toll gemacht, du hast den Gravity Suit gefunden. Nö. Ach, geh halt weg, Squirtec. Ja, alles Squirtec, ne? Ja, klar. Oh, hier ist ein Aufzug. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Oh, ich komme aber hier auch gar nicht zurück. Ich komme gar nicht zurück. Ich kann gar nicht backtracken jetzt hier. Weil hier zu ist. Ah, wie das Spiel mich immer nicht zurücklässt. Sondern immer weiter schickt. Ja, na gut, meinetwegen, ist okay. Okay, wir kommen ins Anfangsgebiet. Ah, wir kommen dahin, wo die Kälte war, wo das Kältegebiet war. Weil wir jetzt da durch können. Und an der Seite links unten ist nämlich das Kältegebiet. Dann kommen wir da jetzt wieder raus. Jo, wenn wir jetzt am Anfangsgebiet sind, dann backtracken wir jetzt erstmal das Anfangsgebiet. Ganz ehrlich. Ich will nicht am Ende Millionen Sachen am Stück nachholen, dann machen wir lieber jetzt mal ein bisschen was zwischendurch. Auch Lava und so geht jetzt ja, ne? Es geht jetzt ja alles. Was noch nicht geht, ist, sind die Powerbomben. Da muss ich noch das Upgrade bekommen. Genau, jetzt sind wir einfach hier mitten in der Kälte. Null. Das ist einfach schon kalt am Anfang. Auch interessant. Okay. Es ist so klar. Alles jetzt Screw-Attack. Ich merke schon. Na, aber genau das meinte ich. Dass, oh, da geht's aber nochmal ganz woanders. Oh, da geht's aber nochmal ganz woanders längs. Eieieiei. Ah, jetzt kommen wir auch hier wieder hoch. Jetzt kommen wir auch hier wieder hoch. Da oben war doch auch noch was, was ich gewollt gesucht habe. Hier oben war doch noch, hier. Genau, da. Da ist nämlich auch noch Stuff. Und hier ist auch noch... Okay. Ich denke, das können wir jetzt alles... Oh, da muss ich aufpassen. Ja, na klar, Squirtec. Okay, ist nicht schlimm gewesen. Alles gut. Eis geht nicht kaputt. Das ist auch Squirtec, ne? Ja, also ich komme schon wieder nicht zurück. Aber ich will auch gar nicht dahin zurück, wo wir jetzt... ne? Komme ich da unten irgendwie ran? Nö. Yo, was? Da ist einfach ein Item, wo ich nicht rankomme, ne? Da ist einfach ein Item, wo ich jetzt nicht rankomme. Ey, mir ein Item zu zeigen, oh, das ist frech. Okay, ich weiß jetzt, dass da ein Item ist, es nützt mir nur nichts. Jetzt ist das hier rumgedreht. Oh, das ist jetzt alles kälter geworden. Hier waren wir schon mal. Das ist jetzt kälter geworden. Manche Gebiete sind jetzt also kalt, aber es ist jetzt ja egal. Es wirkt jetzt einfach anders. Aber von da aus müsste ich dann ja zu dem Item kommen. Wenn wir hier reinkommen, da muss ich ja nur, da muss ich ja nur den Weg gehen, den wir schon kennen.
Ich meine, jetzt falle ich erstmal ganz woanders hin. Wahrscheinlich kriege ich jetzt... Oh, fuck my life. Ich wollte schon gerade sagen, wahrscheinlich kriege ich jetzt erstmal irgendwas ins Gesicht geschmissen. Und komme halt so schnell nicht dahin zurück, wo ich hin will. Wo ich jetzt theoretisch hin könnte. Aber dadurch, dass halt hier alles jetzt an Mist passiert, komme ich eben doch nicht so schnell dahin. Alter, kann der seinen scheiß Schild mal verziehen? Kann ich das Schild zerstören? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, scheiße. Aber ich kann den eigentlich... Wenn ich den einzeln angreife, ist es, glaube ich, schlauer, weil... Da muss ich schnell sein, wenn er das Schild halt gerade nicht nutzt. Ah, fuck my life. Na! Das war nicht schlecht, aber hat mir leider jetzt nicht so viel. Ah, der hält mir zu viel aus. Ach, scheiße, falsche Richtung. Wollte drüber. Hat nicht funktioniert. Okay. Zu schade, dass man da nicht einfach, ne? Deswegen darf ich auch nicht zurück, weil ich könnte sonst da hinlaufen. Ja, das ist schon gut gebaut, dass man da nicht einfach zurückwuseln kann. Es ist leider schon gut gebaut. Aber jetzt schauen wir mal, ob das mit den Raketen funktioniert. Wenn ich ihn anvisiere und dann ist sein Schild gerade weg. Na, das hat nicht funktioniert. Ach, scheiße. Ah, das Anvisieren hält auch nicht. Ja, das ist kaputt. Ich mach mir mal kurz kaputt. Das war Quatsch. Ja, das war Mist. Komm, mach mich weg. Das war Mist. Okay. Okay, 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 okay. I see. Deswegen darf ich auch nicht zu dem Emmy zurück. Ich könnte jetzt durch das Kältegebiet ja zu dem Emmy laufen. Ich muss jetzt erst hier durch. Die wissen das schon. Die wollen mir noch nicht die Fähigkeit von dem Emmy geben. Jetzt kann ich mich endlich frei bewegen und werde vom Spiel aber eingesperrt. Das ist geschickt gelöst. Ach, scheiße. Ich glaube, ich mache einfach Dauerfeuer. Ich glaube, das ist effektiver gegen den. Ich glaube, dann treffe ich öfter und kann das Schild öfter umgehen, als wenn ich da versuche, immer gezielt einen großen Schuss zu landen. Solange ich mich nicht treffen lasse, kann ich das ja auch so machen. Solange ich ihn treffe und selber keinen Schaden nehme, ist doch alles bestens. Ja, passt doch. So machen wir das jetzt einfach die ganze Zeit. Ich nehme keinen Schaden, alles easy, alles gar kein Problem. Es dauert halt nur 3 Jahre. Ich meine, wenn er so einen Sprung mal macht, kann ich auch mal versuchen, eine Rakete reinzudrücken. Oder es sich so umdreht. Das geht schon. Na, das war jetzt blöd. Na, so ein Sprung meinte ich. Ja, und dann kriegen wir den schon auf die Weile runter. Kein Problem. Machen wir bei dem jetzt gerade echt keine Sorgen, was das hier gerade angeht. Es läuft gerade viel zu gut. Der trifft mich ja überhaupt nicht mehr. Ja, jetzt geht er in die Phase wieder rein. Jetzt macht er den Quatsch zusätzlich. Aber nutzt er jetzt überhaupt noch sein Schild? Ah, neue Attacke, okay.
Ah, okay. Kollege. Ja, jetzt ist das Schild weg. Jetzt kann ich... Oh, fuck my life. Okay, also wenn er in der Phase ist, kann ich wieder mit Raketen feuern. Alles klar. Alles klärchen. Dann machen wir das doch so. Nein, Mist. Ich brauche die Energie für nachher. Und dann kommen natürlich wieder die Quicktime-Events. Das wird dann nochmal unangenehm. Das wird dann nochmal richtig unangenehm. Wobei die bisher ganz gut verkraftbar eigentlich waren. Wenn man sie kennt. Ah, scheiße, ich drücke mir die falsche Taste. Ja, gleich ist er wieder in seiner Schildphase, also in der Schildwegphase. Müssten wir gleich haben. Ja. Ab jeder. Jetzt gibt's einfach nur aufs Maul. So mag ich euch. So weniger. Ah, leck mich doch am Arsch. Alle! Ah Mann, ich... Ja, so. Alle, scheiße. Nein! Oh, das ist so stark, dieses schwarze Zeug. Fuck. Ach Mist, ich habe wieder nicht rechtzeitig die Taste gedrückt. Ah, die Quicktime-Events, ne? Okay. Wir kriegen das gleich hin. Also es ist wirklich ganz viel Ausweichen bei dem Spiel, immer ganz wichtig. Aber ich mag die Kämpfe, die sind echt gut gemacht. Jetzt. In your face. Oh, stimmt, ich kann ihn anvisieren. Ah, scheiße. Ja, geil.
Das war's, okay. Immer nur zwei. Immer nur zwei. Huh, nice. Okay, wir gehen erstmal nach da, weil da ist nicht viel Weg. Junge, 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 diese Dinger. Oh, holy moly. Okay, interessant. Erzähl mir mehr. Aber eher lieber nicht. Ja, wir gehen erstmal da lang. Das sieht nach einer Art Sackgasse aus. Mal gucken, ob ich hier irgendwas... Ah ja, moin. Okay, aber ich komme ans Eis noch nicht ran, ne? Also ich müsste jetzt irgendwie noch lernen, wie man durch das Eis kommt. Da brauche ich wahrscheinlich einen neuen Beam dafür. Ja, ich merke schon. Jetzt haben sie wahrscheinlich... Oh, jetzt haben sie wahrscheinlich manche Flächen vereist. Und dadurch kann man jetzt doch noch nicht überall hin. Bruder! So, sie geben einem diesen, die ganzen Dinger. Aber sie lassen einen jetzt nicht mehr an die verschiedenen Möglichkeiten hin, weil sie einfach alles vereist haben und man es noch nicht kaputt kriegt. So könnte es auch sein. Ja, dann halt nicht. Wäre auf jeden Fall eine interessante Art und Weise, das hier, wie man damit umgehen könnte. Wäre eine sehr interessante Art und Weise. Ja, weil hier waren wir... Ne, hier waren wir... Ach, jetzt komme ich hier oben raus. Und jetzt ist hier aber auch alles vereist. Und das ist eben neu. Das war hier vorher noch nicht vereist. Ich frage mich, ob ich ins Anfangs... Also in den Anfangs... Hä, wo ist denn das gewesen? Ist hier der Anfang gewesen? Ist das der Anfangsraum? Ich weiß nicht mehr, wo der Anfangsraum... Das sieht hier alles ganz... Ich erkenne den Anfangsraum nicht mehr. Lul. Was war denn der Anfangsraum? Hier waren die ersten Höhlen. Das muss der Anfangsraum gewesen sein. In den wollte ich auf jeden Fall nochmal rein. Und hier hat doch genau, hier hat was geblinkt, richtig. Ja, wo denn? Hä? Da unten oder was? Also da unten sehe ich auch, ja. Ach so. Wait, das ist... Oh, das ist alles. Ah, okay, die kriege ich kaputt. Ah, die kommen wieder, ne? Ja. Aber sonst ist hier nichts weiter. Ah, okay. Wie soll man denn diesem Scheiß ausweichen? Holy shit. Mach die jetzt doch mal weg. Ich komme hier überhaupt nicht klar. Kann man jetzt? Ja. Okay, wo nehme ich denn am Anfang? Ah, hier könnte ich Anlauf nehmen. Von da bis hier. Puh, gar nicht so einfach. Aber es müsste doch auch reichen, wenn ich von hier loslaufe, oder? Ja, das reicht ja auch so. Ja, lol, okay. Da brauche ich ja gar keinen Stress machen. Wait, dann kann ich doch erstmal in die Richtung laufen. Äh,
Da geht's auch rein, habe ich gar nicht gesehen. Stabil. Hi. Tschüss. Das habe ich gar nicht realisiert, dass man hier rein kann. Okay. Aber hier ist auch nichts. Gehe ich dann da rein, um Anlauf 10 Minuten oder was? Ich meine, brauche ich doch jetzt gar nicht mehr. Ach ja, stabil. Die muss ich halt abschießen vorher. Aber kann ich auch von hier aus loslaufen. Nein! Ich bin zu blöd dafür, ne? Come on. Zack. Und jetzt? Ah ja. Ach, und hier darf ich wieder nicht raus. Ach, das ist doch. So Mäusemelk. Na, immerhin haben wir das Ding. Gut, damit blinkt es hier schon nicht mehr. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Okay, die sind ganz kritisch, die Viecher. Oh nein! Sie bauen mir wirklich den Weg zu, den ich gehen wollte. Auch da brauche ich wahrscheinlich irgendwas, was auftaut oder so. Scheiße. Alter, geh mir nicht auf die Nerven. Okay, verstanden, wie man dem ausweicht. Ja, das ist dann natürlich... Ah, das ist schlau gemacht. Ja, der ganze... Aber ich meine, hier will ich auch gar nicht mehr rein eigentlich. Das ist okay, wenn da zugefroren ist. Aber das bedeutet natürlich wahrscheinlich, dass jetzt andere Ebenen sich auch verändert haben. Alles sagen das. Aua! Ja, und überall, wo weißer Dings war, ist jetzt sozusagen Eis. Und das heißt, ich komme da oben auch nicht mehr durch. Ja, moin. Hier ist jetzt einfach auch Schluss. Und ich würde ja gerne... hierhin zurückkommen, dass wir da durch können. Das ist eigentlich jetzt mein Ziel gerade. Aber wenn ich das sehe, hier ist alles zugefroren. Ich habe keinen Weg hier durch. Scheiße. Ah, das wird interessant. Ja, das ist jetzt ungünstig. Also wie soll man dieser Kacke denn entkommen? Wenn da nichts ist, was einen aufhält. Jetzt sind wir hier. Das ist das erste Ding, wo wir uns aufgeladen haben damals. Komme ich von hier jetzt in den Anfang zurück? Ja! Nein, weil oh mein Gott. Ich darf in den Anfang nicht mehr zurück. Ich frage mich, warum. Ist da noch was? Ist da noch was, was ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehen darf? Wäre das denkbar? Okay, Adam erzählt uns neue Sachen. Ich bin gespannt und trinke kurz einen Schluck. Ich habe den Grund für das rasante Abkühlen des Planeten gefunden. Es wird keine thermische Energie mehr von Kataris hergeleitet. Diese Zone, Artaria, befindet sich im Innersten des Planeten. Ein großer Teil von ihr ist eingefroren. Versuche herauszufinden, wie du vereiste Schleusen und Eisflächen auf deinem Weg auftauen kannst. Ja, halt wahrscheinlich mit dem neuen Beam, ne? Es gibt ja so einen feurigen Beam, sag ich mal. Die zentrale Steuerungseinheit,
die du in Kataris aktiviert hast, ist immer noch funktionstüchtig. Irgendeine Kraft muss den Fluss der thermischen Energie blockieren. Ich gehe davon aus, dass hier ein starkes X im Spiel ist. Du musst es vernichten. Alles klar. Komm wieder hierher, wenn du das Problem gelöst hast. Das Abkühlen hat mich bisher daran gehindert, diese Zone zu erforschen. Irgendwo hier muss eine unverzichtbare Fähigkeit versteckt sein. Danke, dass du mich triggerst. Es ist mir auch bewusst. Ah, das sind so die Nachrichten an den Spieler, ne? Ey, wir haben ja was versteckt für dich, was ganz wichtig ist. Aber wir lassen dich noch nicht ran. Weil wir es können. Okay, also ab nach Kataris. Dann jetzt auf dem schnellsten Weg aber nach Kataris. Ja, es ist halt echt alles gefroren jetzt, ne? Ich hoffe, der Weg funktioniert. Oh, hier ist immer noch. Ah, wir können mal hier hingucken. Da kommen wir jetzt bestimmt ran. Es ist aber echt cool, wie man sich noch hier an die ganzen Abschnitte erinnert, als es eine Höhle war. Und jetzt ist es einfach offen. Also, nicht offen, jetzt ist es einfach hier Dings. Yes! Ja, jetzt ist es einfach, weißt du schon. Ich komme nicht auf den Namen. Was ist das denn? Ah, da muss ich hier rum, okay. Das können wir auch so machen, Spiel. Das ist gar kein Problem. Oh, ich habe das noch gar nicht geholt. Ja, moin. Ja, ich meine, klar habe ich es noch nicht geholt. Wir sind ja nicht mehr backgetrackt seit damals. Okay, das heißt, wir müssen in Kataris jetzt alles wieder auftauen. Und dann ist hier wieder cool. Okay. Oder halt die Waffe finden, die das auftaut. Eins von beiden. Ah, hier geht's nicht weiter. Dann möchte ich aber noch bis Kataris spielen, den Part. Dann hören wir auf. Der Weg funktioniert. Zum Glück kann man sich jetzt ja echt schnell bewegen. Das ist ja das super Geile an diesem... Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ah, selbst die Dinger gehen einfach nicht mehr. Okay. Das haben wir alles eh schon. Ja, was da drüben ist, machen wir dann, wenn hier alles aufgefroren ist. Das nützt jetzt, bringt jetzt gerade überhaupt nichts. Wir gehen jetzt einfach schnellstmöglichst, gehen wir hier durch. Das ist aber auch lustig, dass da, wo es heiß ist, da ist gefroren, die Tür. Als ob ich da jetzt nicht durchführe. Oh, da kommt noch was auf dem Weg. Ich sehe schon gleich wieder irgendwelche Soldaten gegen uns kämpfen. Nein, wir sind beim Aufzug, never mind. Alles gut. Keine Soldaten mehr. Ich dachte, die haben aus einem Grund den Weg versperrt, aber ist dann eigentlich kein echter Grund. Okay, Abflug. Er hat gesagt, die Zentraleinheit ist wieder aktiv. Bei dem Emmy die Zentraleinheit? Es ist doch die Zentraleinheit. Ich bin verwirrt. Oh, oder da hat sich ein X an die Zentraleinheit rangemacht. Oh, das wird's sein. Ja, ich verstehe. Da hat sich ein X an die Zentraleinheit rangemacht. Das heißt, ich muss jetzt bis zur Zentraleinheit laufen. Ist Kataris jetzt auch eingefroren? Bitte nicht. Scheiße. So viel dazu. Ja, auch hier ist meine Bewegungsfähigkeit komplett eingeschränkt. F. Also nach da geht's überhaupt nicht. Keine Chance. Die ganzen Gebiete kann ich jetzt noch nicht machen. Nee, kann ich alles nicht machen. Ich muss nach da. Ich muss hier runter.
Das ist alles offen. Also so rum ist offen. Wo war denn die Zentraleinheit? Da! Und da muss ich hin, ja? Okay. Sheesh. Ja gut, wir gehen mal ein bisschen los noch. Ich schließe ja danach den Part ab. Ich möchte jetzt hier mal noch ein bisschen durchlaufen. Da kann ich speichern. Wollen wir gleich mal speichern? Ja, wir speichern mal kurz. Alles jetzt wieder so eine praktische Zwischenepisode, könnte man es nennen. Weil jetzt ja nur temporär wahrscheinlich alles eingefroren ist. Weil wenn es so bleiben würde, käme ich ja gar nicht mehr überall hin. So, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, überall hinzugehen und darf es nicht. Das ist... Ah, das haben sie schon... Oh, scheiße. Hier unten komme ich schon mal nicht durch. Ah, oben rum, okay. Es ist halt genau ein Weg, der... Oh, fuck my life. Hier kommt jetzt ein Bossfight? Hier? Was soll das denn werden? Was soll das denn werden? Choso-Krieger oder was? Ich kann eigentlich nur über den Morphball-Werfer. Ah, oder hier ist der Bossfight. In dem Ding. Ja, okay, über den Morphball-Werfer komme ich zum Bossfight. Okay, wir gucken ganz kurz noch, was das ist. Den werden wir aber nicht mehr schaffen. Ja, gibt sogar eine Sequenz. Alles klar. Da sehe ich mich nicht in dem Part. Da sehe ich mich in dem Part nicht mehr. Ist das das Ding, was jetzt dafür sorgt? Oh, das ist ja komplett befallen. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist wahrscheinlich mit Zentraleinheit gemeint, nicht dieses Ding beim Emmy. Ja, moin. Experiment Nummer Z57. Gut. Genau sowas würde ich hier auch rumlaufen lassen. Ist das nicht sogar der, den wir schon mal gesehen haben? Okay. Ah, stabil. Okay. Ah, das ist doch der, den wir schon mal gesehen haben. Ah, Mensch! Scheiße. Ah, leck mich doch am Arsch. Das ist der, den wir schon mal gesehen haben. Den haben wir mal im Hintergrund irgendwo gesehen. Und der wird jetzt befallen. Ich wusste, der kommt irgendwann mal vor. Also ich meine, den mal gesehen zu haben. Ich weiß nicht mehr wo. Ich meine, den mal gesehen zu haben. Einfach im Hintergrund eben. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal 3, 4 Versuche, dann hören wir auf. Ich bin jetzt nicht mehr mental in der Lage, einen Boss zu machen eigentlich. Ah, ich bin auch zu blöd zum Ausweichen. Wahnsinn. Ah,
Ah, der Boden tut mir, die Dings. Ach, der macht hier Scheiß am Boden. Was soll das denn? Oh, das ist Hitze. Und wenn ich die Hitze absorbiere, dann kann ich auch Hitze strahlen. Also das hier gibt dir auf jeden Fall den neuen Plasma-Beam dann. Also nicht Plasma, den neuen. Keine Ahnung, wie der Beam heißt. Aber den gibt's ja auf jeden Fall, ich verstehe. Und dann kann ich das auch heiß machen, das ganze Zeug. Dann kann ich alles auftauen. Okay, ich glaube, ich muss den geschickter angehen. Ich muss mir vor allem jetzt erstmal überlegen, wie ich dem ausweiche. An die Wand darf ich schon mal nicht, das muss ich lernen. An die Wand darf ich schon mal nicht. Und ich muss vor allem diesen Schlägen ausweichen. Ja, aber wie soll ich denn dem ausweichen zum Beispiel? Achso, wenn er stoppt, dann gehe ich weg. Ja, okay, I see. Wenn er schlägt, dann machen wir halt einmal den hier. Und den hier. Und dann schießen wir weiter auf ihn. Okay, dann stoppt er kurz und wir gehen an die nächste Stelle. Ja, okay, das ist ja kein Thema. Derzeit kann ich sogar mehrere aufladen. Sehr geil. Jetzt schlägt er wieder zu. Nice. Ah, da darf ich nicht zu nah ran. Okay. Ja, stabil. Aua. Das war ein bisschen zu nah wieder. Ja, das läuft doch. Ah, das war zu nah. Jetzt macht er neue Sachen. Okay, jetzt ist er wieder da. Hätte ich jetzt noch was machen sollen in der Phase? Ah, okay. Interessant. Jo, was zum... Wie soll ich denn da rauskommen? Oh, der Wind bleibt, oder was? Ah, der Wind bleibt nicht. Das war ja äußerst unangenehm, diese Zwischenphase da. Diese Zwischenphase mit den Händen. Ich habe nicht gecheckt, was er da... Hätte ich die abschießen können? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich hätte ich da den Multischuss machen, also die Storm-Rakete machen können. Ah, okay. Interessanter Boss auf jeden Fall. Nein! Ah, scheiße. Nein! Ah, da war ich zu gierig. Ah, da bin ich immer zu gierig an der Stelle. So, weg. Nein, ach Mann. Na, ich wollte schneller weg sein diesmal. Das hat nicht so gut funktioniert. Okay. Okay. Und weg. Oh, ich habe was gesehen. Ich kann das kontern an der Stelle. Nein, ich hätte es machen können. Da kann man bestimmt irgendwas erreichen. Und ich kann das kontern, wenn er da in der Mitte ist. Aber wie ich da, durch den ganz dünnen kommen soll, ist mir noch ein Rätsel. Okay, na gut, kriegen wir hin. Sehr interessanter Boss.
Nein, scheiße. Ah, das ist immer so ärgerlich, wenn man die ganzen Raketen verschießt. Nein! Mann, wie oft will ich noch die Raketen verschießen heute? Ja, normaler Schuss macht keinen Anteil. Ah, jetzt muss ich mal sehr testen hier. Ja, ich habe es nicht geschafft. Schade. Nächstes Mal. Das muss ich ausprobieren, was ich da machen kann. Ob mir das irgendwie den Kampf erleichtert. Ah, Mann! Jetzt wieder. Na gut, ob das jetzt ist halt ein Schuss, ne? Aber ob der jetzt so krass ist, der Schuss nochmal, weiß ich nicht. Ah, leck mich doch am Arsch! Mistding, ey. Nein, ah, jetzt kam der Schlag wieder. Ah, weiß ich nicht, ob das mit dem Kontern so... Ach, das Kontern war, um Energie zu bekommen, um Raketen und Energie, ne? Das war das Ding. Da kam Energie raus. Ja, stimmt. Jetzt checke ich das erst. Das ist die einzige Möglichkeit, um bei dem Viech was zurückzubekommen. Okay, dann ist das Kontern schon sinnvoll. Hm. Okay, okay. Na, Mann! Ey, dass ich das nicht hinkriege, ne? Hier klappt's ja auch. Ja, nice. Hä, jetzt hatte ich nichts bekommen. Ach, keine Ahnung. Vorne hat da irgendwas gespawnt, glaube ich. Ah, scheiße, diesmal habe ich es nicht erwischt. Okay, jetzt kommt wieder die Phase. Ich habe alle erwischt. Nein, ich dachte, ich habe alle. Ach, scheiße. Na, jetzt kommt der Mist. Ja, der ist frech. Der ist richtig frech. Der eine ist so frech, ne? Nein, ah! Oh. So, was kommt jetzt noch? Ah, ja, genau! Sehr gut. Okay, er macht wieder von vorne sein Spiel. Mann, ich... den zweiten krieg ich immer nicht weg. Macht jetzt wieder alle. Ja. Ich dachte, ich muss jetzt hoch in diese Safe-Phase. Oh Gott, der dauert lange. Oh Gott, der dauert lange. Da muss man echt lange durchhalten. Eieieiei. Diese Phase kriege ich hin. Wenn der diese Lücke lässt, das kriege ich hin. Die andere Phase, da schaffe ich es irgendwie nicht so richtig zu timen. Ich weiß nicht warum. Die da hier. Ja, da geht genau. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht warum, was ich da falsch mache an der Stelle. Das ist das Gleiche wieder, ne? Also, Mann. Ja, nice.
Ah, scheiße. Ey, ich check das nicht. Nein, jetzt hätte ich weg. Okay, sehr gut. Schade, wieder nicht alle erwischt. Ach Mann. Ich wette, das bringt was. Jetzt kommt erstmal die Kacke wieder hier. Ich kann ja allen ausweichen, bis auf dem... scheiße. Bis auf das, wo das kleine Dünne dann kommt. Also das ist echt schwierig. Ach, jetzt schlägt er wieder alle Seiten an. Nee, macht er gar nicht. Never mind. Nein, ich bin so dumm. Jetzt macht er alle Seiten. Ja, das... Und jetzt? Ja, okay, so rum, so rum. Ah, nicht in sein Gesicht. Oh nee, das macht er öfter. Scheiße. Scheiße, das macht er öfter. Ja, fuck, das macht er öfter. Ah, kacke. Kann man das irgendwie stoppen oder die Dinger kaputt schießen? Einmal probier es noch, dann lassen wir's. Einmal probier es noch, dann lassen wir's. Wenn ich da noch einen Weg... Also ich muss mit dem Laser am Anfang besser klarkommen. Da mache ich noch Fehler. Und mit dieser Zwischenattacke. Dass ich das nicht hinkriege, ne? Ich meine, ich könnte auch mal Flash shiften. Das ist wohl wahr. Ich könnte mal Flash shiften. Wenn er ausmacht, dass ich dann Flash shifte. Das könnte die Lösung sein für meine Probleme. Ah, scheiße. Mist. Ich hab schon gleich keine Raketen mehr. Das gibt's, ich krieg's nicht hin, ne? Wollte ich jetzt nicht abfeuern eigentlich. Ja, das war's jetzt auch mit den Raketen. Ja, die letzte treffe ich nicht. Mann, ich hätte alle vier haben können. Keine Ahnung, ob er diesen Mist dann hier skippen kann, weil das ist eine echt schlimme Phase. Mann! Alter! Da habe ich jetzt aber richtig reingekackt gerade in der Phase. Mist. Ganz großer Mist. Ja, moin! Okay, sehr gut. Bisschen Energie zurückgeholt. Ah, nee, nicht schon wieder. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich da durchdashen. Aber, ah, fuck. Ich komme durch diese enge Lücke nicht durch. Da muss ich wahrscheinlich einen guten Sprung machen, einen einzelnen Sprung, weil das ist genau 2 hoch. Bruder. Okay, letzter Versuch. Last try. Ja, moin. Ach, komm gleich drauf. Oh, das ist ein Scheißstart gewesen. Mann, und dann ver... Okay, bring mich mal um. Das ist nicht der letzte Versuch.
jetzt fangen wir gar nicht so an. Dankeschön. So, jetzt letzter Versuch. Ja, schlag halt nochmal, was zur Hölle. Nice. Ja, das wird ja langsam besser mit dem Laser, oder? Ah, ich habe nichts gesagt. Ich hab's wieder. Ja, das hat ja nicht so viel gebracht. So, jetzt kommt der Spaß hier wieder. Ja! Nice! Nein! Oh, jetzt hat der obere mich getroffen. Aber das war von dem bisher die beste Phase, was das anging. Nice! Was? Okay. 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 Was habe ich jetzt gemacht? Okay. LOL. Habe ich es gerade so gut getimt, dass ich praktisch die Möglichkeit hatte, so viel Schaden zu machen? Das war ja krass. Das war ja richtig krass. Können wir das bitte nochmal machen? Nein, 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 nein. Das wird das nicht nochmal. Das wollte ich nicht nochmal haben. Nein, scheiße. Nein. Okay, jetzt kommt wieder die Phase. Ich habe zwei... Ah, jetzt habe ich zwei von denen weg, oder was? Nein! Scheiße. Okay, aber wenn man das sozusagen richtig timet und dann noch weitermacht, dann scheint man da eine richtige Sequenz auslösen zu können. Krass. Da müssen wir dann wohl beim nächsten Mal uns das genauer angucken. Der wird noch ein bisschen dauern. Der wird noch ein bisschen dauern, weil ich weiß nicht, wie viel der aushält. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir es langsam haben. Aber spielt so... Nö. Ja gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.